Ike's not länger AFK, schön. Ich bin schon wieder kupferfahren. Ich sehe dich da unten nur Landcreme. Beacon Mushroom Burger. Hm. Hab ich die schon? Ja. Wow. Ja, den Tank haue ich erstmal in die Maschinenkiste rein. Den brauchen wir jetzt nicht. Ich wollte noch schnell den Aufstieg zum Schiff bauen. Holz farmen. Achso, ich habe ein Stück hinter der Base 2x2 Spruce Logs gesetzt. Falls wir Holz brauchen, können wir die schön abfarmen. Mhm. Und die machen zum Glück noch keinen Potzhole in der 1.12. Also heißt, die könnten wir sogar auf der Base machen. So. Und da ich das Holz jetzt eh brauche. Und für die Stegsäule nehme ich den Rubberwood. Wow. Nike, du bist Held des Tages. Nicht. Den hier noch. Und wie viel habe ich denn jetzt? 11, 12, 13, 14, 15. Nee, der Container geht noch hier. Der sieht noch so schön aus. Ich nehme den, der aussieht wie ein Weihnachtsbaum. Stimmt, ich muss noch meine Picke, hat einen Modifier frei und mein Schwert. Aufs Schwert haue ich Looting auf jeden Fall jetzt drauf. Und auf die Picke. Was mache ich denn da drauf? Erzähl mal, was könnte ich auf die Picke werfen? Ich tue da immer als erstes Looting drauf, weil später, wenn wir einen Hammer haben oder jetzt wie bei mir mit dem Mining Drill, halte ich bei Dias an und farme die mit der Picke ab. Ja, ist also, du machst es so wie ich in Eldercraft. Ich farme hauptsächlich mit einer Sigtouch-Picke und Erze wie Kohle, Redstone, Dias, Emeralds mache ich mit einer Glückpicke. Genau, Kohle und Redstone nehme ich keine Rücksicht mehr drauf. Also jetzt mit dem Farming Drill mache ich so, dass ich farme, bis der Drill kaputt ist, einmal die Linie lang und laufe zurück und farme an den Wänden alles ab. Farmt der Drill zufälligerweise das, die Kohleerz so ab oder macht er da auch schon Kohle? Der macht daraus Kohle. Scheiße, weil da könnte man nämlich auch verdoppeln und wir müssen irgendwann die Kohle sowieso crushen. Es gibt einen Sigtouch Modifier. Oh Gott, die hat irgendeiner Erde so richtig kacke gesetzt beim Sand. Wer war das wohl? Und hat das auch noch umgegraben. Lass mich so. Ne, ich habe jetzt hier deine Immersive-Pflanzen erstmal abgerissen. Ach so, ja. Die kommen jetzt alle aufs Boot. Außerdem brauche ich den Platz für den Steg. Eins, zwei, drei. Leg mich am Arsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das Rubberwood reicht hinten und vorne nicht, ey. Oder? Ich jetzt hier den. Doch! Okay, nee, bis zum Boden reicht's nicht aus. Aber.
bzzz hat es bei mir gemacht. Ich wollte gerade fragen, bei mir war es nicht. Das hat man bestimmt bei mir gehört. Jep. Also ich weiß nicht, ob es auch in der Aufnahme ist, aber... Ich denke mal schon, das liegt sehr nah beim Mikro. Schreibt sie wieder. Ach, das ist mir egal. Ich habe ja noch nicht mal drauf geantwortet. Deswegen. Als ob die immer gleich antwortet, wenn ich da was schreibe. Vor allem, wenn es um die Kinder geht, dann antwortet die auch erst Stunden später. Ja gut, wer schreibt mich sonst an? Ich habe da noch den einen oder anderen Freund. Das wollte ich jetzt damit nicht unterstehen. Könnte allerdings um meinen Sohn sein, dass der wieder irgendwelche Sorgen hat. Dorthin. Das. Oh, ich hätte den Steg vielleicht anders bauen sollen, nicht in der gleichen Farbe wie das Boot. Dann Lack auf die Picke und auf Schwert auch. Gut, dann brauche ich jetzt, kann man hier draußen die Scheißgebüsche wegmachen. Das war genug davon. Das Holz aus grün. Ja, kann man nehmen. Warum willst du grünes Holz? Als Steg nehme ich das. Grünes Holz. Ja. Rubberwood halt. Oh je. Ist Rubberwood echt grün? Ja, das ist so grün-bräunlich. Es sieht nicht schlimm aus. Es sieht auf jeden Fall besser aus als dieses ekelhaft grüne Holz oder gelbe Holz oder was das war aus Zeftig. Das war doch nicht grün. Aber gelb. Und das war schon schrecklich. So richtiges Kotzgelb war das. Ja komm, so konnte ich wenigstens einige Leute aus meinem Keller raushalten. Da wäre ich schon freiwillig zu dir gekommen. Außer ich, wenn ich mal was geklaut habe. Nice. Zum Beispiel deine Flüssigkeiten. Welche Flüssigkeiten? Na, die du da hinten in den Tanks hattest, damit ich die Quests alle fertig habe. Da warst du sogar dabei, als ich das gemacht habe. Ach so, ja. Weißt du, ich bin offen und ehrlich, ich klau vor deinen Augen deine Flüssigkeiten. Jetzt safe gefragt. Aus Minecraft Modpacks jetzt. Wenn ich das jetzt so stehen lasse, hört sich falsch an. In der Tat. So, ich habe jetzt ein Stack und 6 Logs. Das müsste, glaube ich, sogar schon ausreichen. Für alles. Nein, der Eik ersäuft gleich wieder, weil er keine Fackel in der Hand hat. So. Kein Kommentar. Ey, ich habe Kupfer gefunden unter Wasser. Cool. Alter, der Stack ist gleich schon wieder weg. Welches Stack?
Holzlocks, die ich gefarbt habe. Ich habe nur noch 31 von 70. Haha, ausgetrickst. Nicht so viel Schaden gekriegt. Oh. Okay. Das ging mal zügig hier. Ich feiere die Axt irgendwie. Wie gesagt, hast du noch Upgrade-Punkte von der für die? Nee, die braucht aber noch 1700 ein paar zerquetschte. Achso. Ja, weil sonst, ich habe ja immer noch die Kreativ-Modifier. Hä? Kreativ-Modifier kannst du noch runter. Du weißt, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst. Das Ohr-Excavate-Upgrade. Genau. Genau. Hier die Slabs und Stairs hier drinne, die können ruhig als irgendwas zum Verbrennen genutzt werden. Aber die Zäune bitte nicht. Tun sie in die Holzkiste einfach. Ist alles eine Holzkiste. Ach so. So, das Rubberwood bitte nicht wegmachen. Das werde ich jetzt hier draußen verballern. Rubberwood ist merkwürdig. Ich habe manchmal keinen Sound, wenn ich die Planks setze. So. Das ist seltsam. Hä? Hast du irgendwann Kupferkabel verwendet? Nö. Ich hätte die verwenden können für dieses Zirkuit-Ding, aber ich habe die aus der ohne die Kabel hergestellt. Der Meinung, ich hatte irgendwann mal mehr hergestellt, aber. Ja, du kriegst doch zwei so eine Kupferstrings aus eben Kupfer. Ja, Kupfer ist gerade nicht so wirklich das, was. Ja, ich habe noch Copperwire und das sind die Kabel, die ich hergestellt hatte. Die waren ja ohne Quest. Aber das ist. Das sind keine Immersive-Kabel. So, die kommen erstmal da rein. Kurz hinlegen. Jetzt habe ich die Axt drin gelassen. Ich brauche noch ein bisschen Hulz. Ach komm, was willst du? Tschüss. Müssen wir gucken, für was wir dieses den Rubberertrag aus den Rubberbäumen brauchen. Da haben wir jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen was. Rubber macht man, braucht man ja später für Gummi. Oder was meinst du? Ich weiß nicht, ob man daraus Gummi macht. Also Rubber war ins wie heißt das denn? Forever Stranded immer für Gummi da. Ne, das hier ist aber eine ganz andere Mod. Das hier ist das von Leben. Tech Reborn. Da bräuchte man CO2. Oder Jai, mal nachfragen. Einfach gucken. Leider. Einfach gucken, was Tech Reborn sagt. Dass man das dafür oder dafür braucht. So, jetzt brauche ich noch bisschen helles Holz. Haben wir hier. Das und das kann da rein. Mobblut da rein. Und ich hab schon wieder keine Hungerkeulen. Jetzt esse ich einen Beef Burger. Nee, einen Beet Burger. Thank you.
denn da finden? Crafting, okay. Jetzt geht das los. So. Ich hoffe, das reicht aus. Ich tue dir Marble auch in die Steinkiste rein. Yep. Irgendwann mal. Da ins und dann liegt das genau an. Das heißt, ich muss das um 1 verlängern. Das soll aber nicht das Problem sein. Oder sogar um 2 verlängern. Warte mal, ich habe noch eine Werkbank im Backpack. Ach, das war Spruce. Scheiße. Scheiße, wie alt heißt denn die Maschine? Maschine. Ach, Blast Furnace. Toll, der ist hier nicht. Leck mich. Welcher? Der ganz große? Guck mal unter Heavy Machines. Bin ich. Und der hat auch einen ganz komischen Namen. Improved Blast Furnace. Nee, im Buch hat er einen ganz anderen. Nee, ich bin gerade bei Improved Blast Furnace. Okay. Aber ich sollte ja auch noch 2 von diesen komischen Heatern machen, aber das bringt irgendwie nichts, weil im Rezept davon nichts angezeigt wurde. Dann keine Ahnung. Warum habe ich eine fucking Kiste im Inventar? Wer hat mir den Scheiß zugeworfen? So, jetzt kommen dort noch deine komischen Immersive-Sachen hin, obwohl wir die sowieso eigentlich gar nicht mehr brauchen. Welche Immersive-Sachen? Na ja, die Seeds von deinen Pflanzen. Ach so, ja, was heißt, wir brauchen sie nicht mehr? Du wolltest sie ja für Dingsbums haben. Für die Quest. Und jetzt, ich dachte früher, jetzt sind sie. Ich hab's jetzt, ich habe jetzt mal 9 Stück angepflanzt auf dem Boot. Ich dachte, du wolltest sie für Windräder haben, darum. Stimmt, genau, da war ja was. So, und bestimmt wieder essen. Fick dich, ey. Aber ich kann auf dem Boot immer schön abpflanzen, abernten gehen. Kann ich Essen machen. So ist dieses Spiel so fies, so fies, so fies. Weil du der Darko bist und das mit zu dir eh immer fies ist. Weil du fies zu mir bist. Bin ich nicht. Doch, jeden Tag. Das ist gelogen. Und das war jetzt auch gelogen. Ich bin nicht jeden Tag fies zu dir. Oh doch. Oh doch. Wenn du es als fies auffasst, ist es nicht fies. Oh, doch.
Beta oder irgendwie sowas. Ich liebe mein Boot, was ich gebaut habe. Das ist eines der wenigen Dinge, bei denen man mal nicht meckern kann. Kopfnuss. Ich hab dich gerade mit einem Lauch geschlagen. Der Lauch. So hat sich auch angefühlt. Der Lauch kriegt eins mit Lauch. Erbärmlich schwach. Seeds hat ich hier. Keine drin. Nee. Das. Wir brauchen Kühe für Milch. Schön. Nimm doch einfach die hinterm Haus. So. Das sind ja noch richtig. Ja, aber wie sperre ich die ein? Gar nicht. Hingehen, Milch abzapfen, fertig. Ich hab nur einen Eimer. Dann lauf halt ein bisschen mehr. Wow, aus dem Rubberwood kannst du keine Zäune machen. Willst du mich verarschen? Du hängst jetzt nicht an der Pflanze fest, du dämliche Kuh, oder? Nee. Und? Ihr bleibt unten, ne? Ihr kommt ja nicht mit hoch. Da gehst du runter, du fettes Vieh. So. Marco, wir haben hinterm Haus jetzt Kühe. Parrot at the bats, was hast du jetzt gemacht? Kühe bumsen lassen. Also. Die Kühe haben gebumst. Hey, das dauert mir zu lange hier. Komm, 32 reicht erstmal. So. Das Marble hole ich mir hier gleich noch.